Heute kann ich euch ein ganz besonderes Rezept vorstellen, nämlich eines der Lieblingsrezepte meiner Mutter, die auch sehr bald angeflogen kommt, denn wir leben nicht in der gleichen Stadt und im gleichen Land. Sie kommt bald angeflogen und da möchte ich sie damit überraschen. Und außerdem isst man es auch in der orthodoxen Fastenzeit, denn es ist vegan, sehr nahrhaft, super lecker und sättigt auch wirklich recht lange. Wie man es herstellt, seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Wir beginnen ganz entspannt damit, zwei klein geschnittene Zwiebeln in ca. 150 ml Olivenöl anzubraten. Das hört sich jetzt nach ziemlich viel Öl an, aber das ist gar nicht so viel. Sobald die Zwiebeln glasig gebraten sind, geben wir zu den Zwiebeln zwei klein geschnittene Karotten, drei Knoblauchzehen in Scheiben geschnitten, das ist ganz wichtig. Ihr könnt natürlich auch mehr oder weniger Knoblauch benutzen. Wir verwenden immer zwischen 3 bis 5 Zehen. Und einen halben Teelöffel Thymian sowie einen halben Teelöffel Oregano. Das wird nun kurz untergemengt, kurz mit angebraten. Wenn der Knoblauch anfängt zu duften, können wir dann weitermachen mit den nächsten Zutaten. Fügt nun eine Dose mit Tomaten hinzu, und zwar gewürfelte Tomaten in Tomatensaft, 400 Gramm. Gebt nun in die Dose ein ganz klein wenig Wasser und holt damit den restlichen Tomatensaft raus und gebt das noch hinzu. Kurz unterrühren und dann den Herd ein bisschen niedriger einstellen, damit das nur leicht köchelt. Nun lassen wir das Ganze 10 Minuten köcheln. Während unsere Tomaten nebenan schön vor sich hin köcheln, benötigen wir 300 ml warmes Wasser, 2 Esslöffel Tomatenmark, die geben wir nun ins Wasser hinein. Wir rühren mit dem Schneebesen kräftig um, damit das Tomatenmark sich im Wasser gut auflöst. Gleich sind die 10 Minuten schon um, wo die Tomatensauce köcheln muss. Heizt bitte schon mal den Backofen an, und zwar auf 160 Grad Ober- und Unterhitze. Die 10 Minuten sind um. Wir fügen nun 400 Gramm weiße Bohnen hinzu. Eigentlich nimmt man Gigantes, also weiße Riesenbohnen. Die habe ich nicht mehr bekommen. Daher müssen kleine, normale weiße Bohnen herhalten. Außerdem noch unser Tomatenmarkwasser. 3 Esslöffel Petersilie. Frische oder tiefgefrorene, auf jeden Fall keine getrocknete. Wenn ihr frische verwendet, schneidet sie vorher ein bisschen klein. Einen halben Teelöffel Zucker. Großzügig Meersalz. Und Pfeffer. Nun ist ganz wichtig, Herd ausschalten, es darf nicht weiter kochen. Kurz alles umrühren und dann euch eine Auflaufform nehmen, die natürlich in den Ofen darf. Denn das Ganze kommt jetzt gleich noch in den Ofen. Etwas Olivenöl in die Form geben. Und nun das Ganze rüberschöpfen. Ihr könnt es natürlich auch rübergießen, aber da es sehr flüssig ist, wird das, glaube ich, nicht so gut. Wenn ihr möchtet, ist jetzt auch nochmal der perfekte Zeitpunkt, um abzuschmecken, ob euch Salz, Pfeffer und die ganzen Aromen so passen. Lasst die Bohnen nun für 30 Minuten im Backrohr. Allerdings schaut alle 10 Minuten nach, ob das Wasser noch und die Flüssigkeit ausreicht, und zur Not gebt ihr was nach. Die Bohnen dürfen nicht auf den Trocknen liegen. Nach 30 Minuten sehen die Bohnen so aus. Sie sind festgeblieben, die Flüssigkeit ist verdampft, größtenteils. Knoblauch und Karotten sind schön weich und wir können entweder gleich servieren mit Brot oder wir füllen es noch heiß in sterile Gläser ab, verschließen diese Gläser und können es dann bis zu 6 Monate lang aufbewahren und jederzeit kalt verspeisen oder nochmal erwärmen. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachkochen dieses Fastenrezepts. Es schmeckt meiner ganzen Familie super gut, wir essen es schon jahrzehntelang, und macht es wirklich mal nach, es lohnt sich. Wenn ihr auch wissen wollt, was andere YouTuber so zu Weihnachten auftischen, dann schaut bei den Kanälen vorbei, die ihr gleich eingeblendet bekommt. Sonst bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich mich freue, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei sein würdet. Bis dahin, tschüss!